Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr rübergerutscht und ich wünsche euch, dass 2024 für euch ein super Jahr wird. Aber wie wird das Jahr 2024 eigentlich politisch? Es steht extrem viel auf dem Spiel. Werden wir weiter in einem freien und friedlichen Europa leben? Wirst du als Frau, als Mann, als Mensch frei leben und lieben können, wen du willst? Wird beim Klimaschutz in den nächsten Jahren genauso viel weitergehen wie in den letzten Jahren, was extrem wichtig ist? Bleiben die Medien unabhängig? Oder kannst du ein ganz normales Erasmus-Semester machen, wie so viele junge Studierende hier an der JKU? Das alles ist nicht selbstverständlich und entscheidet sich in genau einem einzigen Kalenderjahr. Manche Parteien wollen in ihrer Wut alles umreißen. Zurück zu einem alten Europa mit Grenzen, ohne Grundrechte und ohne die Freiheiten, die wir jeden Tag genießen. Im Geheimen schmieden sie radikale Pläne, die an die dunkelsten Zeiten auf unserem Kontinent erinnern. Aber ich bin mir sicher, mit diesen Plänen werden sie scheitern, weil die große Mehrheit in unserer Gesellschaft eine moderne, eine fortschrittliche Politik will. Wir wollen doch alle Dialog statt stumpfer Beleidigungen und ein Miteinander statt dieses ewigen Auseinanderdividierens. 2024 kann ein super Jahr werden, ein Jahr des Aufbruchs und wir wollen mit euch gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Hin zu einer Gesellschaft, die modern ist und weltoffen und klimaneutral. Hin zu einem Europa, in dem unsere Kinder und Enkelkinder in Frieden aufwachsen, in dem sie lieben dürfen, wen sie wollen. Ein Europa der sozialen Sicherheit und der Jobs, die das Klima schützen. Stellt euch dieses Österreich, dieses Europa gut vor. Noch ist es ein Traum, aber dieser Traum kann Wirklichkeit werden, wenn wir uns zusammentun. Nur Mut! Es hatte jede Generation noch ihre entscheidenden Jahre und ihre historische Aufgabe. 2024 haben auch wir so eine historische Aufgabe zu erleben. Packen wir es gemeinsam an.